Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farming Simulator 22, meine Damen und Herren. Wir sind fertig hier mit der Silage. Die ist sogar schon fertig, könnte ich sogar schon benutzen. Ich mache mal hier vorne auf. Hier geht er sowieso nicht, das geht glaube ich automatisch auf, wenn ich hier vorne was wegnehme. Ja, wir sind fertig und ich werde das jetzt alles in die Anhänger laden, die dort stehen. Komme ich da irgendwie hin? Die sind noch nicht fertig, ne? Ja, fast nicht. Ja, die Silage werde ich alles hier reinpacken. In meine schönen Container heißen sie. Und was wir heute machen werden, ist erstmal gucken wir, wann die Sonnenblumen fertig sind. Die werden wir dann ernten. Die werden wir auch vernünftig ernten. In der Zwischenzeit habe ich wieder viele Aufträge angenommen. Das ist jetzt bei 106 abgeschlossenen. Das ist verdammt viel. 70 Bäume auch. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Bäume herkommen. Ist ja auch egal. Jetzt gucken wir mal nach Aufträgen. Feld 7 ist mir zu weit weg. Pastinake habe ich keine Lust. Häckseln geht meist leider ja nicht. Und hier ist auch nichts für uns bei. Alles klar. Ja, was ist jetzt unser Auftrag? Unser Auftrag ist jetzt erstmal zu gucken. Die haben noch genug. Dann... Ja, Grassilage ist jetzt alle, aber da kommt ja gleich was nach, so ein bisschen noch. Der Rest geht noch. Das heißt, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den nächsten Monat. Obwohl, nein, gehen wir nicht. Haha. Haha. So, nämlich nicht, Freunde. Denn ich habe ja mal geguckt, im September ist hier... Schicht im Schacht mit Sonne. Und wir müssen noch unser Gras mähen. Und das werden wir jetzt heute tun. Das ist verdammt viel, was wir zu mähen haben, aber das wird schon gehen. Falls ich übrigens komisch ins Mikrofon atme, ich bin noch vollends erkältet. Ich bitte dies zu entschuldigen. Und wir holen uns jetzt einfach mal irgendein Mähwerk. Erstmal lege ich hier das Gewicht weg. Dann holen wir uns ein schönes Mähwerk und dann gehen wir jetzt erstmal Rasen mähen. Moment, ein bisschen weiter drauf. So, das sollte passen, jawohl. Schön auf der Palette. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal eine Runde Gras mähen, ne? So, Tür zu. Unsere schöne Halle, wo relativ viel reinpasst, muss ich sagen. Das gefällt mir ganz gut hier, das Ding. So. Dann fange ich auch direkt hier auf dem Feld an. Wenn wir schon hier sind, ne? So, Freunde. Das ist jetzt noch nicht ausgewachsen, also da geht noch eine Stufe drauf auf jeden Fall. Aber wir haben keine Zeit. Nächsten Monat ist das zu regnerisch und wir wollen ja unsere Grassilage hier machen. Das heißt, das haut nicht hin. Jetzt klappen wir den Colores hier erstmal aus und dann ist jetzt die große Grassaison, die letzte große Grassaison gestartet. Weil die nächsten Monate passt das alles nicht mehr. So, ich fange einfach mal hier an. Machen wir den Hobel erstmal an und dann fahren wir, glaube ich, erstmal einmal im Kreis hier. So, Moment, ich muss ja auch nochmal gucken. Aufbereiter ist hier an. Da ist er auch an. Müssen wir mal ein anderes Mähwerk kaufen, dass wir gleich auf Schwarz legen können. Wenn wir den Aufbereiter haben, aber passt schon.
Ja, was ist jetzt der Plan? Der Plan ist jetzt erstmal Grassilage machen für die Biogasanlage, damit die genug hat. Wir haben jetzt ja Silage genug eigentlich für unsere Kühe hier. Die brauchen ja die normale Ganzpflanzensilage. Und das haben wir jetzt. Da haben wir jetzt genug von. Wir haben auch wieder 60 Kühe. Mehr passt da ja auch nicht rein. Und ja. Dann haben wir noch das Sonnenblumenfeld, was ich einfach mal gemacht habe. Ich hoffe, ich schneide den Huster raus. Wenn nicht, bitte ich dies zu entschuldigen, dann habe ich das vergessen. Ja, hier nehme ich ein bisschen den Rand mit, das kann man ja mal machen. Ich weiß auch nicht, inwiefern ich das jetzt schneide. Es sagt ja keiner was, also mache ich das immer so, wie ich das möchte. Und ich glaube, das passt schon. Ich warte eigentlich nur auf den neuen Farming-Simulator, ne? Aber ich bin am Überlegen, ob ich nicht doch noch eine neue Karte anfange. Schwere Entscheidung. Schwere Entscheidung. Aber jetzt mähen wir hier erstmal dieses große Feld. Hätten wir auch ein bisschen mehr mitnehmen können, aber das bisschen Zeug da am Rand, das brauchen wir nicht unbedingt. Ah, schön so im August, ne? So um 10 Uhr. Die Sonne ist noch nicht, steht auch nicht so hoch. Jetzt schon was Feines hier in Frankreich, ne? Ja, was soll ich denn erzählen? Was liegt hier denn? Achso, ein Baum. Ich wollte noch irgendwas erzählen, weil irgendwas ist hier noch. Und zwar... Ah ja, das eine Feld da, da werde ich jetzt Weizen anpflanzen. Mal Tempomat kurz rein, damit ich das zeigen kann. Hier auf 48 habe ich ja das Raps geerntet. Das habe ich hoffentlich eingeblendet jetzt gleich oder vorhin oder irgendwann mal. Und dort kommt jetzt Weizen wieder drauf auf das Feld, denn ich brauche wieder Stroh so ein bisschen. Nicht viel, aber so ein bisschen Stroh brauche ich. Und dann habe ich mir gedacht, kannst du einfach mal Weizen drauf machen. Passt ja von der von der Fruchtfolge hier auch. Von Raps auf Weizen ist immer eine gute Idee. Und ja, so machen wir das. Ich muss nur bei diesem Feld mal gucken, was hier als nächstes kommt, ne? Wenn wir jetzt abernten, können wir da eigentlich auch Weizen drauf machen. Aber hier war, glaube ich, vorher Weizen drauf, ne? Moment, das gucke ich mir mal an. Mal kurz aus hier. So, was war hier vorher drauf? Frühere Ernten Weizen und Hafer. Das ist also nicht so gut eigentlich. Das heißt, wir können hier besser Raps drauf machen, oder? Wenn wir hier Weizen und Hafer schon vorher drauf hatten, dann Gras. Ich glaube ja, ich glaube, da können wir besser Raps drauf machen. Obwohl, wir wollten eigentlich Mais machen, ne? Wir wollten Mais als nächstes machen. Ich weiß ja nicht, wie lange meine Silage da hinten hält. Das ist die Frage. Wenn die jetzt länger hält, dann können wir Mais auf jeden Fall machen. Sonst muss ich da irgendwas anderes drauf machen. Oder wir machen nicht auf allen Feldern. Ich mache ja auch Weizen. Das könnte ich früher abernten. Ich glaube, ein bisschen schneller können wir auch fahren, ne? So, machen wir den ganzen Hobel erstmal hoch.
Weil ein Vorgewinne reicht mir eigentlich. Würde ich mal behaupten. So, jetzt müssen wir eben gucken, wie viel haben wir denn an Dingenskirchen. So. 10,6. Ja, ein bisschen kleiner, ist aber besser. Und dann hier Richtung und los geht's. Ah. Moment. Ich weiß nicht, warum man das immer macht. Der macht immer irgendwie selber ein komisches Feld. Hier. Ich verstehe es nicht ganz, warum er da jetzt... Jetzt hat er es, okay. Quatsch. Jetzt kann ich die Linie noch wieder ausmachen. Keine Ahnung, was das immer soll. Ob er das Gemüsefeld da irgendwie drin hat, was ich gespeichert habe. Ich bin mir da nicht sicher, aber irgendwie hat er das manchmal, dass er hier selber was zurecht macht. Ich mähe jetzt erstmal mein Gras, dann wird das einmal gewendet und dann wird das schön Ballen draus gemacht. Die Armlehne runter hier. Das wird wohl ein bisschen dauern, habe ich das Gefühl. Aber ich will hier auch nicht so viel rausschneiden, ne? Ich mache auch nur das Feld. Dann die anderen mache ich dann, ne? Kennt man ja. Die anderen mache ich dann offscreen und dann ist ja eh dieselbe Arbeit. Ja, und dann kommt der Winter. Im Winter müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da wollt, dass ich wieder so eine Winterfolge mache, wo Wintersachen anfallen, die man im Winter macht, wie Schneeräumen oder keine Ahnung was. Ballen verkaufen. Sonst überspringe ich den hier im Video natürlich. Weil viel fällt hier ja nicht mehr an, ne? Wir haben vielleicht noch irgendwelche Ernten, die wir als Auftrag machen können. Pastinake mache ich jetzt nicht, weil mit den Gemüsedingen dauert das 10 Jahre. Da habe ich jetzt wenig Lust drauf. Wir können auch ein paar Sachen verkaufen. Wir haben Gerste, Hafer, Raps haben wir natürlich noch ein bisschen mehr. Aber ja... So viel steht dann auch nicht an, ne? Mehr in diesem Jahr. Das meiste war ja jetzt die Silage, die wir gemacht haben. Und jetzt auch die Grassilage. Ich hoffe mal, hier kommt auch viel bei rum. Diesmal werde ich das ja nicht verkaufen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal nicht so zu Geld kommen. Ich werde das erstmal nur für die Biogasanlage benutzen. Das ist erstmal der Plan. Oh, guck, ein Vorgewende reicht hier eigentlich vollkommen aus. Ups, zu schnell losgefahren. Upsi. Wir überlegen, ob ich mir jetzt wirklich ein anderes Schneidwerk hole. Ob sich das lohnt. Gibt es denn noch irgendein besseres als das, was ich jetzt habe? Ist die Frage. Wir haben ja dies hier. Ich weiß nicht, ob die besser sind. Die sind teurer. Heißt das, dass die besser sind? Kann man hiermit auf Schwarz legen? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. Man könnte natürlich auch sagen, wir holen uns übertreiben und holen uns hier so ein... Ich weiß gerade nicht, wo der drin ist. Da, Main-Technik. Wir holen jetzt so ein Krone Big M, aber es sind auch mal eben 400.000, die wir da ausgeben. Das kriegen wir im Leben nicht mehr rein, also wir haben ja unsere Schneidwerke hier. Ich kann eigentlich auch mal mit zwei Trägern hier auf den Kurs gehen, ne? Das funktioniert ja eigentlich auch. Dass ich einen Helfer noch von der anderen Seite anfangen lasse.
Da müsste ich nur mal gucken, wie das funktioniert, weil dann geht es natürlich doppelt so schnell, ne? Obwohl die Arbeitsgeschwindigkeit könnte ich natürlich noch erhöhen. Ich weiß nicht, wie schnell man könnte man fahren. 21. Das wackelt mir aber zu sehr. Hier noch 15, das reicht. Wir wollen das Gras ja auch vernünftig schneiden, auch wenn das hier natürlich eigentlich keinen Unterschied macht. Ui. Ah ja, zu das Ding hier. Geht nicht mehr. Scheiße! Viel zu laut. Ja. Eigentlich habe ich jetzt auch eine Mod drin, dass die Reifen sich dementsprechend, oder allgemein die Sachen sich jetzt dementsprechend verfärben. Sieht ja schon mal ganz gut aus mit dem Grün hier, oder? Zumindest vorne. Sieht man jetzt, dass hier so ein bisschen Grün dran ist. Ist ja auch Quatsch, dass es braun wird, ne? Bei Gras wird das ja grün. Ja, wir haben natürlich vergessen, wir können natürlich hier auch schön im Panorama fahren. Sieht doch viel schöner aus. So. Ja, mehr steht in dieser Folge nicht an, also hier wird nur Gras geschnitten. Ich mache also nur dieses Feld hier einmal zur Hälfte oder so. Mehr habe ich nicht zu tun. Mehr ist hier nicht zu tun heute. Das ist nun mal manchmal so. Ich könnte natürlich das jetzt auch alleine machen und dann nochmal später aufnehmen, wenn ich das wende. Aber das ist ja dasselbe Prinzip. Ich fahre da ja nur drüber. Ich wollte in dieser Folge einfach nur mal sagen, was dir als nächstes so ansteht, damit ihr Bescheid wisst. Also als nächstes wird hier auf jeden Fall noch Weizen angebaut, gedrillt oder wie man das nennt, angepflanzt. Sagen wir einfach mal, hier kommt das ganze Gras noch weg auf den ganzen Feldern. Das hier, das hier, das hier. Hier noch die Sonnenblumenernte. So, das war's eigentlich, ne? Dann mache ich noch Silage in meine Container. Die werde ich dann hier hinstellen, dass die Kühe da immer was von kriegen. Und das ist der Plan für den Rest des Jahres, würde ich sagen. Silageverkauf machen wir ja nicht. Die behalten wir für die Biogasanlage, damit die mal ein bisschen mehr Geld abwirft. Und ja. Dann heißt es einfach nur gucken, was die Fruchtfolge sagt. Und nächstes Jahr bauen wir dann, gucke ich gleich mal, ich müsste eigentlich im Mai sein. Ne, im April, ne? Baut man Mais, glaube ich, an. Dann gibt es nächste Folge auch wieder eine ausführlichere Folge, wo wieder ein bisschen mehr passiert. Nämlich der Maisanbau ist im April, habe ich mir schon gedacht. So, bauen wir schön Mais an. Der ist auch ziemlich schnell fertig, ne? Oktober schon, April, Oktober, ja gut, die anderen ja auch, ne? Ich glaube, das schnellste ist Hafer, kann das sein? Wenn man irgendwas anbauen will, was schnell geht, zack, Hafer. Ja, was habe ich noch zu erzählen? Ja, hier oben. Hier oben habe ich Gemüse wieder, ne? Habe ich wieder in den Zug gepackt. Das verkaufen wir dann wieder, wenn Gemüse gut ist. Das kommt zu meiner Rechnung und irgendwann haben sich die Gemüsedinger da auch ausbezahlt. Aber im Moment noch nicht, muss ich sagen. Im Moment noch nicht.
Ah, ich wünschte, man könnte diesen Geruch einfangen, dieses frisch gemähte Gras. Das ist sehr schön. Das riecht so gut. Gut, ich habe es mir jetzt doch anders überlegt. Wir machen jetzt doch eine kleine Vorspielrunde. Und ich fahre das Ganze nochmal zu Ende hier.